Mir sind irgendwie die Intro-Ideen ausgegangen, deswegen habe ich mir gedacht, putze ich doch einfach zum Beginn des Videos meine Couch und starte das Video im Liegen. Let's go. Peace, Leute, was geht? Willkommen nach dem etwas weirden Intro. Ich gebe zu, es war ein bisschen weird, aber es war weird. Willkommen zum neuen Video und willkommen zu einem erneuten Unboxing. Heute schauen wir uns das erste Mal in der noch nicht allzu langen Vereinshistorie meines Kanals einen Schuh an. Und nicht nur irgendeinen Schuh, sondern den. Bleibt unbedingt dran, wenn ihr nicht verpassen wollt, was für einen Schuh wir auspacken. Doch zuallererst, schreibt mir gerne Ideen in die Kommentare, was für Videos ich noch machen kann. Irgendwelche lustigen, vielleicht auch mehrwertbietenden Videoideen. Also alles gern herzlich gesehen, schreibt mir einen Kommentar. Und wenn ihr einmal dabei seid, lasst doch gerne ein Like und ein Sub auf dem Kanal da. Ich küsse Jungs und wir fangen an mit dem Unboxing. Let's go! Hier ist das gute Stück. Ist auf jeden Fall ziemlich groß verpackt, weil es auch ein ziemlich großer Schuh ist und ein ziemlich großer Schuh braucht ziemlich viel Verpackung. Und hier ist das eigentliche Paket. Man kann jetzt schon vorne von dem Karton entnehmen, dass es sich um einen Osiris-Schuh handelt. Ich weiß nicht, ob das jedem von euch jetzt ein Begriff ist. Wenn nicht, schreibt es euch hinter die Ohren, schreibt es euch irgendwo hin, weil es ist gut. Doch bevor ich die jetzt am Anfang schon lobe, ohne irgendwie was vom Paket gesehen zu haben, würde ich sagen, nehme ich mal ganz behutsam den Deckel des Kartons ab. Und es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder ich habe das cool bearbeitet bekommen, dass es gut aussah, oder es ist einfach nur ein unangenehmer Clip geworden. Ist eine 50-50 Chance, mal gucken, was sich daraus machen lässt. Ich habe den Schuh jetzt mal aus der Box geholt und kann gleich am Anfang sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit der Qualität, mit der Verarbeitung. Also ich habe jetzt mal ein bisschen drüber geschaut. Ist alles clean verarbeitet, es stehen keine Nähte ab. Auch von der Innenseite sieht das alles clean aus. Ist auf jeden Fall auf einem sehr hohen Qualitätsstandard. Ist sauber verarbeitet. Die Schnürsenkel sind auch gut gebunden. Das sage ich jetzt bewusst, weil bei manchen Schuhen ist es ja so, dass man das noch selber schnüren muss. Nicht gut. Das ist schon, da bin ich schon als Kunde sehr unzufrieden. Ist auf jeden Fall alles geschnürt, wie gesagt, alles gut verarbeitet und fühlt sich auf jeden Fall auch sehr robust an und dadurch wie ein hochwertiges Produkt. Also wenn ich den hier in den Händen so ein bisschen halte und so ein bisschen bewege, habe ich nicht nur ein sehr gutes Schuh-ASMR-Video, sondern auch das Gefühl, etwas Hochwertiges in der Hand zu halten. Um kurz was zu der Brand zu sagen, weil die vielleicht nicht jedem ein Begriff ist. Ich kenne die auch noch nicht so lang, habe die zufällig letztens durch einen Post auf Instagram entdeckt, wo ich ein ziemlich cooles Outfit mit den Schuhen entdeckt habe. Ich bin sowieso ein großer Fan von so globischen Schuhen, weil ich vor allem viele Baggy Pants trage. Und ich denke, dass mit dem Schuh hier eine sehr, sehr gute Basis für sehr, sehr weite Hosen geschafft ist. Mein persönliches Highlight an den Schuhen sind auf jeden Fall die schwarzen Schnürsenkel. Der würde sicherlich auch mit weißen Schnüren gut aussehen, aber ich finde, das kommt irgendwie cool. Und vor allem, wenn man vielleicht so ein schwarz-weiß Outfit hat, ist es nochmal so ein Hingucker. Ich habe mir die bestellt auf der Titus-Seite. Da ist meistens das Problem, dass vor allem der Colorway eigentlich immer ausverkauft ist. Und von den anderen beliebten Farbtönen sind auch nur vereinzelte Größen vorhanden. Also checkt es auf jeden Fall mal ab. Ich habe unten alles verlinkt. Sowohl die Titus-Seite, wo es neben dem weißen Schuh auch einen komplett schwarzen Colorway gibt, der mir sehr gut gefällt. Und so einen Creme-Grau beige-grünen Colorway. Das sind zumindest so die Farben, an die ich mich erinnere. Der hat mir auch noch sehr gut gefallen. Ist unten alles verlinkt und zudem auch noch die Seite von Osiris selbst. Da gibt es noch mehrere Modelle für auch etwas weniger Geld. Ich glaube, die fangen schon so bei 80 bis 100 Euro an. Sind ursprünglich Skateschuhe und ich bin kein Skater, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass einem die Schuhe beim Skaten wortwörtlich ein Glotz am Fuß sind. Versteht ihr? Falls irgendjemand von euch die Schuhe zum Skaten nutzt und das irgendwie auch gut funktioniert, habe ich nichts gesagt, keine Ahnung. Wenn ihr auch vorhabt, euch den Schuh zu holen, schaut immer mal bei Titus vorbei. Ihr könnt da auch eure E-Mail eintragen und werdet dann benachrichtigt, wenn die wieder in eurer Größe gerestockt sind. Seid auf jeden Fall schnell, weil das waren auch wieder die letzten. Und das ist jetzt eine ziemlich kleine Größe. Ich bin bei dem hier auch mal gespannt, weil das eigentlich nicht meine Größe ist. Und vor allem stand auch auf der Website, wir empfehlen dem eine große Größe. Ich habe es genau andersrum gemacht, eine Größe kleiner genommen, weil es halt nur die einzigen waren und ich jetzt irgendwie hoffe, dass ich da reinkomme. Ich probiere den Schuh jetzt mal an und melde mich gleich wieder. Ich habe gerade wirklich alles gegeben, um diesen Schuh reinzukommen. Ich bin auch reingekommen, aber es fühlt sich beim Laufen nicht bequem an. Es ist tatsächlich eine Nummer zu klein. Es ärgert mich gerade richtig, weil ich den Schuh sehr, sehr geil finde. Und ich habe mich gerade schon, wo ich ihn so beschrieben habe beim Video, die ganze Zeit gedacht, boah, der wird ja immer geiler. Und deswegen ist es jetzt irgendwie doppelt bitter, dass ich da nicht reinpasse. Es wird auch irgendwie funktionieren, aber im Endeffekt sollte ja immer noch ein Schuh dazu da sein, um bequem zu sein. Deswegen muss ich den wahrscheinlich zurückschicken. Aber ich werde weiterhin die Augen offen halten auf der Seite. Eventuell kommt er in den nächsten Wochen nochmal in der richtigen Größe, weil jetzt weiß ich 100%, was ich für eine brauche. Ich würde euch empfehlen, geht auf jeden Fall wirklich eine Größe größer oder dieselbe, die ihr habt, auf keinen Fall kleiner gehen. Fallen wahrscheinlich doch etwas enger aus. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen guten Einblick zu den Schuhen geben. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt. Nächste Woche Donnerstag kommt das Deputy Unboxing. Die Reaction zu der Kollektion habe ich
hier schon hochgeladen. Also schaut euch das auf jeden Fall im Anschluss von dem Video an. Lasst gerne ein Sub da, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank, Jungs. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Peace.